Willkommen zurück, da bin ich wieder. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg nach Glauberg, um diese ganzen komischen Figürchen hier Platz zu machen. Die Bären und die tausend Pflanzen, die gerade gespawnt sind. Alter, das ist so ernst. Boah, und die kriegen alle noch Kinder, oder was? Ach, kommt, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ey, das hört gar nicht mehr auf. Wahnsinn. So, jetzt aber. Natürlich. Mann, unfassbar. Kleiner Braunbär. Ich nenne dich mal Bruno. Mit Gift könnte mir gar nichts, Jungs. das möchte ich gerne. So, ich glaube, hier geht es dann irgendwie weiter, ja. Zumindest bis zu dieser komischen, ominösen Höhle. Ja, soll ich jetzt hier weitergehen oder gehe ich jetzt zurück? Wie mache ich es denn? Ich weiß es nicht. Ich bleibe erstmal in dem Sumpf hier. Wird ja irgendwo ein Ende haben, denke ich. Verdammter Regen. Regen? Bier. Regnet doch gar nicht. So ist recht. Und schon viele von den Leuten. Na, ein bisschen mit seinem Gift kann er doch schon was anrichten bei mir. Aber nicht genug für ihn, um zu überleben. Nein, nix. So, ich hoffe mal, dass die Höhle dann der Ende. Das Ende des Weges ist. Nacht. Es geht natürlich hier weiter, kann natürlich auch sein, aber ich. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Alter. Dann ist auch noch dunkel ohne Ende. Das ist hier gar nichts mehr. Na, dich sehe ich natürlich. Euch sehe ich natürlich. Das Tageslicht wäre echt nicht verkehrt. Teutoburger Wald. War hier nicht irgendeine Schlacht mal? Erinnere ich mich da irgendwie was? Ah, da oben ist ein Brunnen, das heißt, hier geht's weiter. Ich geh erstmal zurück. Wenn ich den Weg finde. Nee. Karies? Ich habe jemand die Stoppuhr angehalten, fällt mir gerade auf. Ach, ich bin so ein Held. Na ja gut, lassen wir es einfach ablaufen. Jetzt sind es noch 23 Minuten. Und dann schauen wir, wie weit wir sind. Das ist bestimmt keine Sackgasse gewesen. Also hier meine ich jetzt. Es geht bestimmt noch ewig weiter. Alter, es ist doch nicht normal, wie viele das sind.
Ein schönes Stück Lebenserfahrung, ja. Ich krieg Erfahrung, aber ganz ehrlich, das sind einfach zu viele von den Viechern. Kann man froh sein, dass die Kleinen hier auch noch spawnen. Das sind viele. Eine Herausforderung bei den Errungenschaften ist auf Steam, dass man hier durchrennt mit weniger als 10.000 getöteten Monstern. Also auf dem normalen Modus. Das ist nicht leicht, glaube ich. Außer natürlich macht den Speedrun. Wollte ich sowieso mal austesten, was für ein Level dann die Telkina haben, ob die überhaupt leveln oder nicht. Das muss ja theoretisch immer angepasst bleiben am Schwierigkeitsgrad, also am Level, den man eh schon hat. Das wäre eine interessante Aktion. Das Schlimme ist, ich krieg schon wieder Hunger. Das ist so grausam. Habe ich vor 4, 5 Stunden erst bei meiner Schwester am Brot gegessen und trotzdem schon wieder hungrig. Ich könnte einfach den ganzen Tag fressen, das ist so grausam. Dementsprechend wächst auch meine Wampe immer weiter. So, ich bleibe jetzt mal hier oben und guck mal, ob ich hier fertig werde irgendwann. Ich glaube, dass das hier links eine Sackgasse wird. Der Baum steht ja super. Da geht's auch wieder runter, okay. Da geht's nicht weiter, da unten geht's weiter, okay. So, da guckt man hier mal links am Berg lang. Da ist ein Toter. Ein schlafender Bär. Kein Toter, ein schlafender Bär. Da ist ein wacher Bär. Okay, weil jetzt schläft er doch. Jetzt schläft er ganz sicher. Wo geht's hier hin? Natürlich Höhle. Die Gegner mal gleich am Anfang, das ist herrlich. Was wollt ihr denn jetzt? Ich habe andere Sorgen als euch. Komische Rankengewächse da. Geht's zu ihm, Taubeschlag? Nee, nee, nee. So wird das nichts, Jungs. Nett. Wirklich nett. Bis zum ersten Durchgang habe ich noch gecheckt, dass da eine Falle ist, aber hier. Ich fast keine Erfahrungspunkte mehr. Ich meine, gut, ich habe ja. Brauche jede Menge. 3 Millionen brauche ich. 3,8 Millionen. Für die nächste Stufe, aber trotzdem, die Erfahrungspunkte sind ein bisschen rar zur Zeit. So, und das war's jetzt hier, gell? Ja, na super. Hat sich echt gelohnt, zurückzugehen. Mega. So, die Uhr sagt 18 Minuten. Schickt halt noch mehr. Schickt alle. Jetzt würde ich echt gerne mal sehen, wie bei 7 Days to Die so ein Horde-Angriff von denen
den Ausfall starten würden und alle, die in der näheren Umgebung sind, auf einen zugerannt kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie das ausschaut. So, hier war ich eh schon. Was macht ihr denn da? Mal, der schafft's eh nicht weit. Was willst du denn? Erhabenheit, okay. Das ist mir neu. Das schauen wir später an. Lass mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Das ist echt schon gemerkt, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Aber ich muss es machen irgendwann. Wenn nicht jetzt, dann später. Gold nehme ich immer. Gold geht immer. Also wieder ein Gegenstand wäre echt mal wieder nett, sowas zu finden. Vielleicht oben da bei dem goldenen Büffel. Ich spreche kein Latein. Latein müsste es sein, oder? Eigentlich Germanisch, aber Latein könnte es natürlich auch sein. Diese abtrünnigen Druiden. So, da oben ist eine schöne Truhe. Halt. Euch beide nehme ich natürlich mit. Dass ich gerade im Rebengewächsen finden, das ist ja nicht mehr normal. Natürlich, eine Falle. Lass mal was sehen hier. Amateure. Das war nicht gut durchdacht von euch. So, Zeit haben wir. Rechts oder links, was sagt ihr? Ich geh erst mal links rum. Wölfe! Trolle! Lange nicht gesehen. Hey. Hey, hey, hey. So nicht. Was bist du denn? Imperial Glory könnte ich auch wieder zocken. Epischen Schlachten und so. Ja, wäre natürlich eine coole Idee eigentlich, was ihr machen könnt. Das ist auch so ein No-Name-Titel einfach. Den wo fast keiner kennt. Auch älter natürlich, aber... älter ist nicht schlechter. Dass es da auch keinen zweiten Teil gab, ärgert mich schon etwas. Na gut, da gab es Total War. War. Die haben sich ja da richtig spezialisiert drauf. Das ist ja so ein Zeitfresser, das Total War. Ich habe das mal eine Zeit lang gespielt gehabt, als Römer natürlich, als einer von den, ich glaube Cäsaren. Und bin ich wirklich weit gekommen. Hatte dann einen halben Mittelmeerraum ungefähr, aber die Zeit, die er da reingesteckt hat, das ist absolut Hammer.
Da wirst du immer glücklich mit. Also schon wieder Bienen. Gut, dass die nicht nerven. Und nicht over OP sind, also OP. Und die sie nicht siehst. Schrecklich sowas. Hey, Wassergeister. Also, Hexen. Halt schön still. Danke. Echt stark. Ach, da einer wieder. Der hat's hinter sich. Jetzt habe ich sie gesehen, die Bienen. Ich meine von... Oh, hier sind so viele. Sniper Elite gibt es ja auch so viele Videos mittlerweile. Auf YouTube, da brauche ich glaube ich nichts mehr machen mit. Ja, ist mir aufgefallen, aber danke. Ich bin auch kein guter Schütze, also. So ein kleiner Traum von mir war schon Sniper irgendwie, aber nicht in diesem Maßstab. Willst du was von mir? Stell dich völlig hinten an. Halt still. Wollen mich über weglocken. Dann habe ich die Folge für dieses Wochenende auch fertig, sag ich. Das sind einfach überall die Viecher. Richtig viele Brunnen hier. Ah, genau, das ist dieses weite Land. Ich fange an, mich zu erinnern. So ein bisschen. Da war irgendwo so eine Nixe, die geführt werden wollte von A nach Z, weil sie kein Wasser mehr hatte oder so ähnlich. Irgendwie erinnere ich mich daran. Eine schöne Gegend eigentlich hier. Ich weiß, ob die nervig sind oder so. Also dieses DLC, ja. Das muss man echt sagen, das ist wirklich eines der nervigsten DLCs, die ich jemals hatte. Also diese Viecher teilweise sind so laut und nervig und... Ah. Aber es gehört dazu. Wie man in Bayern so schön sagt, ist halt so. Dafür bin ich wahnsinnig froh über die neuen Gegenstände, die es gab. Mit der Einführung von diesem. Das sieht immer schwul aus. Mit jeder pinken Blume sehen die noch pinker aus. Geschmeide kaiserliche Armschienen. So, da ist eine Heule. Ja, jetzt kommen sie alle. Na komm, schick die Nixen auch noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Na danke. Aber eigentlich genug ist, schicken, triggern sie gleich beide.
Okay, es ruckelt etwas. Ich bei die Tankfest auch nicht so oft. Spielen! Ich sehe es doch. Kannst du einfach nicht angreifen, warum auch immer. Wie treffe ich die nie? Den Mondblut. Ich finde es cool, wie die sich auflösen. Drei im Kreis gedreht und ja. Wir nennen es einfach das Weite Land. Was gibt's denn da Schönes? Ja, okay. Wir sind da, wir sind Füßler. Den ich nicht treffe. Aber jetzt. Komm ein Stück her. Hab was für dich. Sie? Und sogar drei von den Viechern wieder. Ugh. So, die waren auch da, stimmt. Diese komischen Erdkäfer. Ja, okay. Ich muss die ganze Familie ausrotten, rotten auch die ganze Familie aus. Nehme ich. Also verzeiht mir, wenn ich manche Wege doppelt gehe oder hin und her laufe die ganze Zeit. Ich möchte. Okay. Keinen Feind verpassen. Wenn es jetzt hier irgendwie backt. Ja, die kämpfen gegen die, deswegen. Mensch, du darfst nicht hier sein. Ihr besetzt unser Land schon. Mein Teich trocknet aus. Hilfst du mir noch einmal? Bitte sag ja. Ich folge dir, solange ich kann. Okay. Glaube ich, in den Süden schaffen, gell? War es nicht so? Ich höre lieber nochmal. Kleine Freunde, die gefangene Nixe. Gefangene Nixe. Im Seenland. Ich glaube, das war hier unten. Bleib dran. Nein, hier war's nicht. Komm weiter. Gut, da war das weiter in den Norden. Die wird sich da auflösen. Der hat es nicht geschafft. Hier wäre das See gewesen. Also muss ich wirklich schnurstracks hier runterlaufen. Okay. Manche Quests muss man nicht verstehen. Ja, ich bin wieder hier. Und immer noch an diesem Ort. Hilfst du mir noch einmal? Bitte sag ja.
Na komm. Doch, sie kommt, okay. Dann gehen wir erstmal darüber zu dem. Da kann sie neue Energie tanken. Hier so. Und jetzt gehen wir nach unten. Und hoffen, dass es reicht. Bleib schon dran, gleich haben wir es geschafft. Ist jetzt dein Ernst? Ach Leute. Also muss ich wirklich annehmen und erklären. Ich habe mir letztes Mal vergeigt. Hilfst du mir noch einmal? Bitte. Kommt die jetzt oder kommt sie nicht? Ja, sie kommt. Okay, komm. Schön dranbleiben. Diesmal schaffen wir es. Wenn nicht, werde ich es rausschneiden. Weil ich so unfähig bin. Vielleicht gehe ich auch in die falsche Richtung. Ich weiß es nicht. Ja, ich gehe, glaube ich, in die falsche Richtung. Okay, schneide ich raus. Ich weiß nur logisch, wenn sie in die richtige Richtung, also vorwärts geht. Blöden Bienen. An sich habe ich nichts gegen Bienen, außer sie nerven mich. Aber siehst du, die ist ja ziemlich wenig Insekten. Ne? Also so Wespen sind nochmal relativ oft bei mir in der Arbeit, aber dies Jahr haben wir irgendwie fast gar keine. Sehr mysteriös. Vielleicht hat es sowas mit dem Magnetfeld der Erde zu tun, dass da irgendwie angefangen hat zu wandern. Also mehr als sonst. Wer weiß. Wird uns die NASA schon eines Tages sagen, was er alles weiß. Vielleicht auch nicht. Bienen! Was bist du denn? Moorhuhn! Was ist denn davon? Level 70. Okay. Kornmoorhuhn. Ah, das ist glaube ich die Sichel, die ich brauche, gell? Ich glaub's. Richtig.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann die an verschiedenen Stellen abgeben, soweit ich weiß. Ich glaube, letztes Mal haben wir sie in Korinth abgegeben oder ich habe sie abgegeben. Also ich wollte nochmal googeln, bevor ich die abgebe. Wir sind eh schon am Folgenende eigentlich. Ich werde diese blöde Nix jetzt noch irgendwo hinterbringen. Geh sterben. Da muss doch irgendwo dieser blöde See sein. Das muss man doch auch schaffen, wenn man nicht 142 Laufspeed hat. Ach ja. Er trifft alles, aber nicht das Viech. Da ist der See, genau. Okay, so ich schon die nächste, beziehungsweise kümmere ich mich auch die hier noch. Wenn ich schon genug Käfer umgebracht habe heute. Ja, du natürlich auch. Nächste. Wirklich kürzer ist der Weg jetzt auch nicht, gell? Naja, wird schon gehen. Muss da ein bisschen schneller laufen. Hilfst du mir noch einmal? Und dann kommen wir mit. Vielleicht ist das auch der Trick, sie gar nicht ausreden zu lassen, sondern gleich zu rennen. Na also. Sehen. Wir haben es geschafft. Oh Mensch, ich bin so dankbar. Meine Schwestern sind vielleicht immer noch nicht freundlich, aber dieser Segen wird dich vor ihrer Magie beschützen. Hey, Space Invasion geht wieder. Bist, nutzt du ihn, um sicher nach Hause zurückzukehren. Oder auch nicht. Die Lande vor uns gehören der Göttin. Ich rate dir, sie nicht zu betreten. Es sah zumindest so aus, als würde es wieder gehen. Zumindest ist die Seite wieder da. Einlocken kann ich zwar noch nicht, aber okay. Gut, hätten wir das schon mal hier. Ach ja. Du auch noch. Oh, jetzt. Okay, da oben ist nichts weiter. Nee. Ach ja, ach ja. Bin ich echt fertig? Sieht so aus. Gut, und da ist der nächste Brunnen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.